der Moldecker Direktor von dem jüdischen Theater. Und er hat mich eingeladen zu spielen, die Rolle von Esterke in die Migilli-Lieder von Itzig Manger. Die zweite Vorstellung, was sie haben gemacht, erst gegründet, haben sie gemacht die Migilli von Itzig Manger. Und ich habe gesungen die Esterke. Dort. Es ist gewesen ein wunderschönes Jahr in meinem Leben. Ein nemeser professioneller Theater in Jiddisch. Itzig Manger. Ich. Das ist gewesen wunderschön. Und danach bin ich gefahren in Czernowitz. Ich bin gekommen in Czernowitz in 1990. Das ist gewesen schon die Perestroika. Und man hat mich eingeladen zu singen mein Tatenslieder in Czernowitz. Das ist gewesen sein siebter Jahrzeit. Auf sein siebten Jahrzeit bin ich gestanden auf der Bühne, wo er fleckt stehen, Vater bekommen noch auf seine Konzerten. Das ist gewesen der jüdische Haus. Dort in Czernowitz und gesungen seine Lieder. Und es gewesen ein Ulm von bis 1000 Menschen. Es sind noch geblieben, Jeden in Czernowitz. Und sie sind gekommen zu Herren, sie sind gekommen zu Lebu Levinen. Es ist gewesen in 1990. Das gewesen 50 Jahre nachdem, was er es gewesen dort zum letzten Mal. Man hat ihm der Mund, man hat ihm gedenkt. Und sie sehen, das ist gewesen etwas, was ich nicht schildern kann, was für ein Gefühl das ist gewesen.